Pirelli konnte über die linke Flanke was durch und Sutherland. Oktober zurück zu Rixton. Rixton, Marwood. Pattinson schickt sofort durch Rixton. Rixton spielt nach innen. Shaw kann ihn nicht nehmen. Rixton nochmal. Zurück zu Ramshaw. Ramshaw direkt zu Marwood. Und Eve hat den Ball. Kelly wieder zurück zu Jeffert, der flankt und Moore köpft hier den Ball ganz knapp drüber. Oktober mit der super Ballannahme und dann flankt er einfach mal und da ist Shaw. Marwood und Marwood mit dem tiefen Pass auf Shaw. Shaw und er probiert's mal. Der bringt den Ball da rein und auf einmal steht Marsh Brown völlig frei. Und zwar hier Rixton mit dem langen Ball und Bowman geht jetzt mal alleine auf den Torhüter zu Bowman. Immer noch Bowman. Knapp vorbei am Tor. Da fehlen ihm halt doch noch ein bisschen. Und ein, ja, würde ich schon sagen, ausgeglichenes. Und das Spiel ist vorbei. 0:0 Gateshead gegen Forest Green. Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge von Football Manager 2016 mit der Karriere von Klein auf. Das letzte Spiel ging unentschieden aus 0:0 gegen Forest Green. Ihr seht es hier in der Vanarama National League. Das nächste Spiel ist gegen Wuking. Die sind momentan auf Tabellenplatz Nummer 8, aber das spielen wir jetzt auswärts. Und ja, wir müssen einfach schauen, dass wir das irgendwie zu unseren Gunsten entscheiden. Wir haben einen starken Kader, das möchte ich gar nicht sagen. Wir sind nur ein bisschen zu hektisch. Wenn man sich das Spiel ansieht, es kommen ziemlich viele lange Bälle nach vorne. Teilweise kommt es mir vor, ein paar unüberlegte. Olympiade, Viertelfinale. Deutschland gewinnt bei der U23. FC Bayern stellt Rekordsumme für Neuzugänge auf. 105 Millionen. Bisherige lag bei 55 Millionen. Ich glaube, das war das mit Ribéry und so weiter. Bayern gewinnt überlegen. Die erste Runde, ja, das möchte ich auch meinen, dass die in der ersten Runde das noch schaukeln. Ja, wir werden da jetzt weiter aufrücken, wir werden das eng gestalten. Das werden wir rausnehmen. Wir können spielen, wo sie wollen. Und dann werden wir hier auch wieder Spieltaktik nehmen. Ah, es ist schon teilweise sehr interessant, wenn man Kleinigkeiten ändert, die wiederzufinden im Spiel. Das ist ein bisschen schwierig, auch wenn man sich das komplette Spiel anschaut, wenn man irgendetwas ändert, aber teilweise erkennt man es dann doch auch. Vor allem, glaube ich, wenn man mit starken oder großen Mannschaften spielt, die das einfach umsetzen können, erkennt man es dann ganz, ganz gut. So, und dann haben wir gleich daraufhin eine englische Woche. Oh. Emery ist Trainer bei Man United.
11. Woche. Javi Martinez Gerüchte. Ja. Natürlich muss man sich da schon auch die Frage stellen, ob Javi Martinez dann bleibt in München, wenn Laporte gekommen ist, ja. Mal schauen, was da rauskommt. Walking Gateshead. Ich glaube, mit uns ist der Vorstand relativ zufrieden. Was mir ein bisschen übel aufstoßt, ist wieder das Finanzwesen. Ich hoffe, dass wir da auch im Laufe der Saison das Ganze ein bisschen in der Waage halten können. Ich möchte nicht bei einem finanziell angeschlagenen Verein spielen. Schalke hat Patrick Herrmann verpflichtet für 13 Millionen. Ja, und ja, die Barclays Premier League hat begonnen. Alle anderen Ligen sind noch in der Winterpause. Ah, in der Sommerpause, so ist. Oh, Gökhan Töre. 24 Jahre. Zu Real Madrid. Leverkusen war auch dran. Sehr interessant. Ach, der hat bei den Bayern gespielt. Oh. Das nennt man auch mal ein miese Geschäft. Für 20 Millionen gekommen, für 16 Millionen verkauft. Ja. Deutschland gewinnt nochmal. Transfereinnahmen, 78 Millionen, das ist ein neuer Rekord. Also die hauen jetzt jeden Rekord in die Ecke, so wie es aussieht. Das sieht zwar gut aus, was die Pünktchen hier betrifft, aber gefällt mir eigentlich gar nicht. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt. Auch von der Entwicklung her, glaube ich, ist der nicht so der Burner. Ne. Da hätte mir der da ein bisschen mehr gefallen. Der hat ein paar mehr. Ja, sind alle irgendwie nichts für mich. Teleinformative Training. Leeds hat Einladung zu Freundschaftsspiel angenommen. Okay. Achso, das ist U21. Das betrifft uns nicht. So. Da ist gar keiner verfügbar für Leads. Nehme ich alles schön selber mit. Und jetzt gilt es eben, diese englische Woche hier ein bisschen einzuteilen von den Spielern her. Das ist, glaube ich, in England immer die größte Herausforderung, die Spieler so einzusetzen, dass du die Starken gegen die Starken hast und so weiter und so fort. Rangnick jagt Rode. Ist auch ein guter Spieler. Neuer verlängert bei Bayern. Jo, und dann sind wir hier schon beim Spieltag, bei der Spieltagvorbereitung. Woking ist unser Gegner. Was gibt es dazu zu sagen? Eigentlich gar nichts. Zwei Spiele haben wir gegen die gespielt. Siege Gate, Siege, also jeweils ein Sieg auf beiden Seiten. Ja, Craig Baxter bei den Torvorlagen immer noch dabei. Das
Jetzt muss ich schnell schauen, wo der ist. Baxter. Ach, das ist der rechte Verteidiger. Rechtsoffensivverteidiger, wahrscheinlich durch Flanken und so. Und wir werden jetzt mal die Aufstellung einstellen. Erling Godal geht in Pension. In Fußballpension. Mafuta hat sich eigentlich sehr gut erholt. Sieht eigentlich alles relativ gut aus. Ben Thompson braucht noch ein, zwei Spiele, um hier auch wirklich was reißen zu können. Josh Chills. Den nehmen wir mal nicht mit. Chandler. Ryan Bell. Könnten wir theoretisch gegen Goodhall austauschen. Hat zwei Spiele gemacht. Hat eigentlich relativ gut gespielt. Machen wir einfach mal. Damit der da auch Spielpraxis behält. Aaron Davis. Ja, weniger. Der ist relativ alt schon, ja. Paul McGovern oder wie auch immer. Nee, auch nicht. Sean McDonald ist der Torhüter. Bowman. Ja. Du müsstest dich noch ein bisschen steigern. Jimmy Phillips. 26 Jahre alt. Warum ich den mitgenommen habe, weiß ich nicht. Achso, Jimmy Phillips, ne? Passt schon. Rixton und Marwood, das sollten eigentlich die Stammspieler werden. Die haben echt gut gespielt gestern. Also beim letzten Spiel, nicht gestern. Jamie Chandler. Könnte gegen Patterson eingetauscht werden. Aber eher weniger. Die Frage ist, soll ich Goodhall jetzt draußen lassen? Könnte ich eigentlich schon machen, ne? Er könnte auch zentrales Mittelfeld spielen. Gegen Ben Thompson einwechseln? Nein, das mache ich auch nicht. Ich würde eigentlich sagen, wir lassen das nicht. Ich lasse mal Bell spielen. Die hat eine Übersicht. Und den Rest lasse ich einfach. Weil die sind eingespielt. Und haben nicht schlecht gespielt. Das muss man auch dazu sagen. Und somit würde ich habe ich jetzt auf Autoaufstellung gedrückt? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Marwood Phillips. Ja, ich glaube, ich habe auf Autoaufstellung gedrückt. Geht das auch mit Steuerung Z? Nee. Shit. Jimmy Phillips. Wurde jetzt ausgewählt, das da vorne zu machen. Aber ich glaube, dass der ist nicht stark genug. Ich würde hier Adam Rixton gerne wieder reingeben. Phillips, du bist mir nicht stark genug. Sean Davis bzw. Marwood. Mafuta gibt er raus und gibt Boateng rein. Naja, aber ich möchte Mafuta drin haben. Ben Clark, Baxter Taylor. Oktober, der spielt auch auf dieser Seite. Patterson, Ramsey, Goodall. Goodall, okay, dann lassen wir Goodall drinnen, das passt auch. Rixton, Marwood und Shaw, also die Stammaufstellung, die passt. Shaw McDonald, den geben wir raus. Dann brauchen wir noch einen Verteidiger links und rechts. Das würde dann McCarthy sein. Thompson nehmen wir mit, Ryan Bowman. Ein Stürmer, Aaron Davis.
Eher weniger. Chills? Nee, auch nicht. Der kann auch offensiv links spielen. Dann könnten wir theoretisch Marwood oder Davis mitnehmen. Davis ist eh mit. Ach so. Brandon Taylor nehmen wir mit, oder? Ja, Brandon Taylor nehmen wir mit. Ach nee. Oder Jeremy Curtin. Der ist aber auch langsam. Es ist immer sehr, sehr schwierig, wenn man die Qual der Wahl hat. Jimmy Phillips. Ja, nehmen wir Brandon Taylor mit, dann haben wir einen Rechtsverteidiger mehr, dann haben wir einen Links, McCarthy, und einen Rechtsverteidiger, Thompson als zentrales Mittelfeld und als Offensive muss ein Ryan Bowman hier halten. Und nee, ich habe mich doch anders entschieden. Wir nehmen Jimmy Phillips mit. So, Jimmy Phillips, er sollte das reißen, Brandon Taylor. Beziehungsweise McCarthy, der kann auf beiden Seiten spielen, nehmen wir mit. Jetzt haben wir es. So werden wir dann ins nächste Spiel gehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ja, konntet ein bisschen was mitnehmen. Wir werden noch ein bisschen brauchen, um hier die Taktik zu perfektionieren. Aber ja, sollte sich eigentlich ausgehen. Auf jeden Fall sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.